Kettlebell oder Dumbbell Swing to Thruster. Wir achten bei dem Swing darauf, dass wir mit einer schnellen Schulterbewegung die Kettlebell nach oben bewegen und sie direkt in der Bottom-Position fangen. Aus der Bottom-Position gehen wir in eine volle Kniebeuge und drücken das Gewicht mit einer schnellen Hüftbewegung nach oben raus. Achtet dabei darauf, dass wir auch eine sichere Position haben, Handposition in einem Workout. Das heißt, wenn wir dazu neigen, schweißige Hände zu haben, Hände abzuwischen, dass die Hände relativ trocken bleiben, dass wir die Übung einfach sicher ausführen können. Wichtig ist aber, dass wir die Kettlebell in der Bottom-Position fangen und dadurch auch gleichzeitig ein wenig Geschicklichkeit erlernen im Umgang mit der Kettlebell. Also die Übung muss vorher mal zwei, dreimal ausprobiert werden, damit die sicher ausgeführt werden kann. Bei einer Dumbbell gehen wir ähnlich vor, nur dass wir hier die Griffposition anders verändern. Swing, Catch und Thruster. Und wieder Catch, Swing, Catch, Thruster.